Ja, hallo und herzlich Hörst du willkommen die zu Teil Brise? Ne? 59 Ich sag, meines Let's an Plays solchen zu The Tagen Last habe of ich immer Us. draußen gesessen und Gitarre gespielt. Ja, so haben wir Ja, aufgehört wenn im das letzten alles vorbei Teil. ist, bringe ich dir Gitarre spielen bei. Oh. Ja, das wird dir bestimmt gefallen. Was meinst du, hä? Ach, Joel. Ellie, ich rede mit dir. Hä? Oh, ja, klar, das klingt toll. Ich glaube, Ellie ist noch ein bisschen fertig von den Vorkommnissen im letzten Teil. Junge, 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 ein pädophiler Kannibale. Und Joel kommt leider ein bisschen zu spät, aber naja, gut. Ellie hat es ja auch so gemeistert. Aber trotzdem, so. Oder? Alles klar. Zielen, zack und laufen. Okay, und wir haben hier das Hospital im Blick und versuchen jetzt doch noch ein paar von den Fireflies zu finden, um. Ja, im besten Fall natürlich eine Heilung für diesen komischen Pilz, der hier alles befallen hat, zu finden. Und ich kann nur hoffen, dass es im Moment jetzt ein bisschen friedlicher hier zugeht, weil, ganz ehrlich, der letzte Teil, das hat einem ja schon ordentlich zugesetzt. Oh. Ellie, ist wirklich alles in Ordnung. Jetzt mache ich mir auch ein bisschen Sorgen. Naja, wenigstens. Versucht der Joel ein bisschen Normalität reinzubringen, oder? Oh mein Gott. Familienfoto. Das schauen wir uns doch mal an. Oh Gott. Kann man das echt vergrößern? Och. Ich würde ja fast behaupten, dass das bestimmt irgendeiner der Entwickler oder sowas ist, dass das irgendwie so ein Easter Egg ist. Ganz schön. Makabres Easter Egg. Was haben wir denn? Die Axt? Ah, nö. Ich meine, die Axt ist zwar gut, aber so ein Baseballschläger, der hält doch einiges mehr aus. Und wer weiß, was noch auf uns zukommt. Man sollte sich jetzt nicht in Sicherheit wiegen hier. Genau. Apropos. Gebastelt haben wir auch lange nicht mehr. Und Schwanken der Waffe. Ach, wir haben es doch, wir haben es doch. Ich habe ja noch nicht wirklich viel investiert an Pillen. Und jetzt gucken wir nochmal, ob wir irgendwas basteln können. Jawohl, Medikit, ganz wichtig. So, und, ah, schade. Jetzt, naja. Reicht ja auch. Wir sind ja ganz gut ausgerüstet, würde ich behaupten. So, hallo? Was bist du denn? Ah, Axt. Axt, geh weg. Okay, das ist so Explosion, also so Schießpulver, glaube ich, ne? War das? Ja. So, hier ist auch nichts mehr. Ich habe gestern vom Fliegen geträumt. Ach ja? Ja. Los, erzähl mir davon. Also, Gut so. ich bin in diesem großen Flugzeug. Und alle schreien und heulen, weil das Flugzeug gerade abstürzt. Also gehe ich zum Cockpit, öffne die Tür, da ist kein Pilot. Ich versuche zu steuern, aber ich habe natürlich keine Ahnung, wie man fliegt. Und direkt vor dem Aufprall wache ich auf. Ich bin noch nie geflogen. Ist das nicht seltsam? Komm, Joel, du bist der Tja, Pilot. weißt du, Träume sind seltsam. Ja, gute Antwort. Weise gesprochen. Aber naja, vielleicht muss er noch ein bisschen warm werden. Oh, wie passend. Ein Flugzeug. Ach, Ellie. Sollen wir noch ein bisschen das Flugzeug hier zusammen angucken? Gut, gehen wir weiter. Nee, das will man sich gar nicht ausmalen, was so ein Kind in dem Alter, unter den Umständen hier irgendwie kennt nichts anderes. Oh, was da in der Psyche passiert. Junge, Junge. Und rein und rauf. So, mal ein bisschen Überblick verschaffen. Okay, hier geht's lang. Und hier ist Exit. Und da vorne, die ist die Brücke eh kaputt. Dann laufe ich da nochmal ganz schnell hin. Schwump, schwump, schwump. Nur nochmal nach einem Firefly-Anhänger oder sowas gucken. Ah, oder Werkzeugteilen. Ja, nach der Sache mit dem David, da war,
frage ich mich echt, was da noch kommen soll. Das war doch schon ganz schön krasses Finale. Okay. Sieht man hier schon was? Nee. Keine Klicker weit und breit. Okay, das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Halalala. Joel, Joel. Mit dem Feuerlöscher hier. Boah, lässt sich immer noch gut springen. Ellie. Was ist das denn hier? Ah, nix. Wo bist du denn? Hallo? Ach, da vorne. Eieiei. Ist aber weit vorgegangen. Ah, ich komme mal mit. Hier rüber. I got your back. Wie überall eine verwaiste Quarantänezone. Ja, ziemlich. Ah, ah, nein, giftig. Oder? Das sieht doch aus wie Sporen. Gehen wir jetzt nicht durch. Da gehen wir schön dran vorbei. Ja? Ich meine, Ellie könnte ja locker da durchgehen. Wo ist sie überhaupt jetzt schon wieder? Du machst mich echt. Ach, da hinten. So, hier irgendwas? Nee, auch nicht. Gut, ich folge dir jetzt einfach mal. Du wirst schon wissen hier, wo es lang geht. Ob wir da echt drüber können? Sieht fast so aus, als würden wir da drüber müssen. Na gut. Das Krankenhaus, das die Fireflies meinten. Komm schon. Yes. Soll ich dir hochhelfen? Wow. Da erübrigt sich die Frage. Ah, na gut, rein. Wenn jetzt Runner oder so kommen, ich schwöre es euch, ich werde meinen Flammenwerfer einsetzen. Definitiv. Kenne ich nix. Wow, was ist das denn hier? Logan James Bus Station. Ah. Vielleicht geht es hier durch. Vielleicht. Das sieht ganz gut aus. Sollen wir uns dann nicht erstmal irgendwie vorher hier ein bisschen umgucken? Ach so, okay, alles klar. Ja, gut. Ich sehe schon, da gibt es nichts viel, nicht viel zu sehen. Ist alles okay? Ja, na klar. Du bist nur irgendwie so still heute. Na ja. Oh, Joel. tut mir leid. Nein, es ist nicht. Schon gut. Was ist denn da hinten? Da hat aber einer was im Spind vergessen. Hier auch noch mal irgendwie? Nö. Okay, die Treppe rauf. Da sind wir hergekommen. Die gleiche Eingang. Da, haha. So, was haben wir denn hier? Ein Zettelchen. Nachricht an Ehefrau. So, mal wieder ein bisschen was Rührendes. Lucia, wir haben es bis in die Quarantänezone geschafft. Ich wollte dich anrufen, aber in dieser Stadt sind alle Telefonleitungen ausgefallen. Sie sagen, sie könnten Briefe in anderen Zonen befördern. Sie könnten Briefe in andere Zonen befördern, obwohl es vermutlich ein, zwei Wochen dauert, bis er dich erreicht. Uns geht es gut. Hannah spricht viel von dir. Sie vermisst dich sehr. Ich war überrascht, wie ruhig und erwachsen sie sich inmitten all dieses Wahnsinns verhält. Mir kommt es vor, als wäre ich hier der Emotionale. Meistens ist sie es, die mich tröstet. Oh.
Wir haben sie gut erzogen. Ich hoffe, auf deiner Seite des Landes ist alles in Ordnung und ich sehne mich danach, möglichst bald deine Stimme zu hören. In Liebe, Graham. Ja, der Graham. Love, Graham. We've raised her well. Da könnt ihr doch stolz sein. Wir hatten ja keine Ahnung. Nee. Es ist quasi weltweit ausgebrochen. So, hier sieht's doch so aus, als könnte man hier irgendwie durch. Ah, ein Ticket. Ich glaube nicht, dass wir eins brauchen. Was ist das? Ein Skelett. Ja, oder? Ja, eindeutig. Ja, Aha. nehmen wir doch die Leiter. Gute Idee, Joel. Und auf geht's. Hallo? Ellie. Hm. Ellie. Was? Die Leiter. Komm schon. Gut. Oh Mann. Kriegt man ja richtig ein schlechtes Gewissen. Ich möchte ihn ein bisschen mehr eigentlich psychologisch jetzt mal bearbeiten. Wenigstens hat sie anscheinend keinen Groll auf mich. Das ist doch auch schon mal gut. Was ist los? Schnell, schnell. Ellie! Ellie! So, aber jetzt aber hoch. Das musst du dir ansehen. Was ist denn? Ah, Kind. Ich muss aber jetzt hier noch mal ganz kurz schauen. Naja, gut. Muss ich eigentlich nicht wirklich. Wenigstens hier, oder? Mal hinter der Theke, hinterm Tresen. Nee, kommt man gar nicht. Und was hier? Auch nichts. Okay. Was zur Komme, ich Hölle? komme. Was ist das? Oh Gott, das ist alles voll zugesperrt. Soll das ein Scherz sein? Wow. Das sieht doch gut aus. Das sieht nach einer bewohnten Siedlung aus, oder? Oder missinterpretiere ich jetzt hier etwas? Naja, gut, bisschen kaputt schon, aber jetzt nicht so. Ah, Gott, oh Gott. Ellie! Hallo? Irgendwas hier? Ha, ich kann es nicht lassen, es tut mir leid. Komm, Beeilung! Was zur Hölle? Eine Giraffe. Zwei Giraffen. Oh. Irre. Wow. War das ein Elefant? Oder war das eine Tür? Wow. Schon gut, schon gut. Ist okay. Komm her, komm her. Hey, du. Oh. Na los, komm her. Na schon. Hallo. Hallo. Das ist echt cool. Na und wie? Langsam, Kleine. Wow. Ja, Moment. Ich will doch auch noch mal hier ganz kurz einen Blick reinwerfen. Vielleicht gibt es hier ja irgendwas.
meine, okay, die Giraffen sind schon gigantisch. Braucht man nicht mehr viel andere Sachen, oder? Vor allem nicht in so bitteren Zeiten. So, aber einmal noch hier kurz auch in die schattigen Plätze mag Mama geguckt haben. Ja, ich weiß, ich sollte eigentlich hochgehen. Ach so, ja. Ich komme. Oi, 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 oi. Wow. Eine ganze Giraffenkolonie. Sieh dir das an. Wahnsinn. Ich kann gar nicht sagen, wie schön ich das jetzt finde. Das ist echt super. Hast. Balsam für die Seele. Es gibt Höhen und Tiefen, aber die Aussicht ist echt klasse. Ah, wir können die Aussicht sogar genießen. Wie schön. Das ist wirklich wundervoll. Happy, happy. Tja. Okay. Should we stay or should we go? Wir müssen das nicht tun. Das weißt du, ja? Was bleibt uns sonst übrig? Zurückgehen zu Tommy und die ganze Sache einfach vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben? Alles, was ich getan habe. Das kann nicht umsonst gewesen sein. Gute Einstellung. Außerdem sehen wir die Giraffen mal als Zeichen von Hoffnung. So. Ah, Tür machen wir nicht hinter uns zu, oder? Du meinst es nur gut. Aber hier gibt es keine halben Sachen. Wenn wir fertig sind, kannst du das Ziel bestimmen. Okay? Na, ich gehe nicht ohne dich. Bringen wir es hinter uns. Ach, Joel. Das ist so schön, diese Worte aus deinem Mund zu hören. Oh, ist ganz schön dunkel hier, ne? Junge, Junge, was ist das denn? Ah ja, nichts von Wert. Wow, was ist das denn hier? Das sieht ja echt aus wie so ein... wie so ein Lager. Oh. Ah, okay, das hier ist Zucker. Sollen wir eben schauen, ob wir wieder was herstellen können. Ja, sehr gut. Und nehmen wir das auch mal. Dann können wir wenigstens den Zucker auch hier wieder einpacken. So. Ich weiß nicht mal, gib dem Affen Zucker. War das ein Film mit Adriano Celentano? Ich glaube schon, oder? So, also ich glaube, okay, wir können nur durch diese Tür hier hinten, die angelehnte. Im Man's Room quasi. So, mal horchen. Horchen. Ein Comic! Ellie, juhu! Hier ist noch einer von diesen Comics. Ja, mal ganz kurz gucken, welche Nummer das ist. Precip.
Pytate. Savage Starlight natürlich wieder. Und Book 9. Ah, das heißt ja wenigstens, dass es nicht in Reihenfolge gefunden werden kann hier. Das ist auch schon mal gut. Vielleicht habe ich dann gar nicht so viele verpasst, wie gefühlt. Momentchen, hier sind wir reingekommen. Ey, wie bist du? Achso, ich dachte schon, du wärst auf der anderen Seite. Ah, jetzt sind wir hier unten. Panzer. Panzer. So, Ellie, irgendwelche Vorschläge? Ja, dann schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um, oder? Okay, das hier sieht nach Eingang aus, aber Na, auf jeden das Fall weckt gut. Erinnerungen. Wie kommt's? Es war kurz nach dem Zusammenbruch. Ich war in so einer Notaufnahme. Und wo man hinsah, alle suchten hier nach ihren Angehörigen. Oh. Die ganze verdammte Welt war verrückt geworden. War Sarah da schon gestorben? Ja, war sie. Es muss schlimm sein, seine Tochter zu verlieren. Zu verlieren, was man so liebt. Tut mir leid, Joel. Schon okay, Ellie. Ja, ich glaube, mit diesen Worten verabschiede ich mich bei diesem Part hier und wir sehen uns im nächsten wieder. Bis denn, euer Smurlock. Bye bye.